Teil 3 unserer Sommergespräche im Jahr 2019. Dieses Mal ist die ÖVP Bad Ischl an der Reihe. Ich spreche mit der Gemeinderätin und Parteiobfrau Sabine Kommatz und mit Stadtrat Johannes Kogler über kommunalpolitische Themen und natürlich auch über die ÖVP in Bad Ischl. Ja, begrüße Sie herzlich zum dritten Teil unserer Sommergespräche die Stadtparteiobfrau und Gemeinderätin Sabine Kommatz und den Stadtrat Johannes Kogler. Premiere, dass wir heute mit zwei Kandidatinnen und Kandidaten sprechen dürfen und Premiere auch zum ersten Mal im STV 1. Frau Stadtparteiobfer, seit dem Oktober 2018 sind Sie Stadtparteiobfer, übrigens die erste Frau an der Spitze der ÖVP, in der Geschichte der ÖVP Bad Ischl. Sie haben damals erklärt, Sie wollen die ÖVP in Bad Ischl wieder greifbar machen, Sie wollen die ÖVP Bad Ischl nach vorne bringen. Ist es fast ein Jahr vergangen? Wie schaut das Resümee dieses ersten Jahres aus? Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir seid. Und freue mich auch auf das Interview jetzt. Ja, ich würde sagen, es ist so ein gutes Dreivierteljahr jetzt vergangen. Wir haben uns natürlich jetzt auch mal neu orientieren müssen. Für mich war das ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung, einmal alles Neue zu sortieren. Für mich ist die Aufgabe natürlich auch sehr viel nach innen und nach außen zu arbeiten. In der Partei selber haben wir natürlich neue Gesichter auch dazu bekommen, es sind neue Mitglieder dazu gekommen. Wir haben neue Aufgaben verteilt, diese natürlich auch erst natürlich auch zum Einarbeiten sind. Wir sind gerade jetzt dabei, also ich bin gerade dabei, eine neue Homepage zu gestalten, daher vielleicht auch für viele jetzt kein Zugriff momentan auf die ÖVP-Seite. Das heißt, wir sind jetzt nicht verschwunden, sondern die Seite wird jetzt einfach neu gestaltet, weil einfach alte Gesichter noch drauf waren, die Homepage einfach auch veraltet war. Also das ist jetzt eines der Projekte, die wir jetzt gerade neu starten. Ja, nach außen hin ist meine Aufgabe natürlich, dass ich mich mit dem Land, mit dem Bund und vor allem mit dem Bezirk vernetze, dass ich auch schon, auch damals im Gespräch schon, wie ich zur Stadtparteiobfrau gewählt wurde, kundgetan habe. Das heißt, ich habe das jetzt auch noch intensiviert. Ich mache auch sehr viele Seminare diesbezüglich, bilde mich auch politisch weiter und fort, um einfach die ÖVP Bad Ischl dahingehend auch zu stärken. Wie greifbar ist jetzt die ÖVP für die Ischlerinnen und Ischler geworden? Wie würden Sie das einschätzen vom Ranking her gesehen? Also ich denke schon, dass wir eine Steigerung dazu bekommen haben. Das heißt, wie wir auch gesehen haben bei der letzten Nationalratswahl 2017, konnten wir doch eine Steigerung von doch 8% zulegen. Hat sich auch mit diesem Hype von Sebastian Kurz zu tun. Ich kriege sehr viel Feedback auch von der Bevölkerung, die mich jetzt neu kennengelernt haben. Sie sehen einfach, dass ich auch teilweise in den Zeitungen bin, präsenter bin. Ja, also das Feedback ist eigentlich sehr positiv von der Bevölkerung. Ein lang dienender in der ÖVP, möchte ich ihn bezeichnen, ist Stadtrat Johannes Kogler. Blicken wir jetzt ein bisschen näher in die Kommunalpolitik. Kommunalpolitische Themen gibt es ja genug. Was geht weiter bei großen Projekten? Ich möchte hier vielleicht mit dem Schulprojekt beginnen. Ja, Andreas, du hast ganz richtig gesagt, lang gedehnt, aber ich muss dazu sagen, gern denen der Kommunalpolitiker, weil es wirklich sehr interessante Themen gibt in Bad Ischl, was man aufarbeiten kann. Ein ganz großes Thema ist natürlich das Schulzentrum, was man eigentlich errichten möchte, in die ehemaligen Kreuzschwesterngründe. Da haben wir ein Objekt gekauft von Hilfswerk, was natürlich ganz, ganz optimal passt für unsere Bedürfnisse. Ich meine, das haben wir eh schon oft in die Medien, in die Zeitungen gehört und gesehen, wie die Pläne haben von der Stadtgemeinde. Der Stand ist einfach so, jetzt einmal, wir haben im Herbst jetzt oft wieder, oder relativ nahe jetzt oft einmal einen Termin am Land wieder, mit Beamtenschaften vom Land. Da haben wir einfach aber wieder einen Schritt weiterkommen, da haben wir zu der Realisierung kommen, da haben wir mal den ersten Abschnitt, den Bauabschnitt einmal machen können. Wäre es nicht schon geplant gewesen, das Ganze früh über die Bühne zu bringen? Ich kann mich jetzt an die vergangenen Sommer erinnern, wo das Schulzentrum immer auch ein Dauerbrenner war und wo es geheißen hat, ja, das verwirklichen wir in Kürze. Das Projekt ist mehr oder minder schubladenfertig und gehört nur noch eben entsprechend realisiert. Woran spießt es sich?
Ja, das stimmt ganz genau. Aber wie wir alle wissen, wir haben natürlich in der Stadtgemeinde teilweise sehr viel Personalrollschaden gehabt. Und das natürlich ist immer wieder so ein Stolperstein, wo einfach von einem Beamten oder Beamten wieder einfach ein Projekt weitergeführt wird. Und bis also die nächste Beamte oder Beamten wieder einarbeitet, natürlich vergehen wieder eine gewisse Zeit. Das Land fordert natürlich gewisse Unterlagen wieder nach. Wir haben noch gebraucht Schülerberechnungen etc., gewisse Baupläne noch. Und das natürlich kostet natürlich sehr viel Zeit, weil das Land natürlich nimmt sich auch wieder die Zeit, dass die Pläne auch wieder kontrollieren. Und das Ganze hin und her schicken natürlich nimmt gewissen Zeit in den Anspruch. Mir persönlich geht das Ganze auch ein bisschen zu langsam, weil jeder hat glaubt, wir fahren früh anfangen. Wir haben ganz weiß, wir möchten den Wohntrakt wegreißen. Wenn ich da mal Zahlen nehmen darf, der Wohntrakt wegreißen hat also innerhalb von den zwei Jahren fast 100, oder fast 150.000 Euro verteuert, weil einfach die Altlastenentsorgung heutzutage auch nur teurer wird. Und darum war es natürlich schon gut, dass wir da zeitnah mal anfangen, weil sonst steigen die Kosten ins Unermessliche, hoffe ich. Wir sitzen hier in Ihrem wunderschönen Anwesen mit Blick auf die umliegende Bergwelt, Natur pur möchte ich fast sagen. Jetzt sind wir in der mittlerweile dritten Hitzewelle angelangt dieses heurigen Sommers. Es gab im letzten Gemeinderat einen Beschluss, initiiert von den Grünen unter dem Titel Act Now. Würden Sie jetzt diesen Beschluss tatsächlich als Meilenstein sehen, dass etwas weitergeht, oder ist das ein Lippenbekenntnis, wie es dieses auch von anderen Gemeinden und auch Bundesländern gibt? Also wir sind ja seit 25 Jahren beim Klimabündnis dabei, die Stadt Bad Ischl. Ich denke, dass in die Richtung auch schon sehr viel gearbeitet wird, dass man auch in den Projekten darauf achtet, dass man den Klimaschutz mit einbezieht, sei es jetzt bei Neubauten und so weiter, dass man da auf Niedrigenergie achtet und erneuerbaren Energien verwendet. Es ist momentan natürlich ein sehr präsentes Thema. Es werden ja auch in Ischl teilweise auch die Freitagsdemonstrationen im Kurpark durchgeführt. Ich denke, das alleine macht es aber nicht aus, jetzt Richtung Klimawandel irgendwas zu unternehmen. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, hier einen Beitrag auch zu leisten. Das fängt bei der Mülltrennung an, sei es, dass man sich vielleicht einmal öfters aufs Fahrrad setzt, dass man mit dem Auto irgendwo hinfährt, wenn das kleinere Besorgungen sind. Ja, also ich denke, das liegt an jedem Einzelnen von uns. Wie klimabewusst leben Sie persönlich? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Beruflich bin ich natürlich sehr viel mit dem Auto unterwegs. Das ist natürlich für mich jetzt auch ein Teil, wo ich sage, das ist natürlich jetzt nicht sehr umweltschonend. Dafür lebe ich aber im Privatbereich, also den Klimaschutz schon. Also wie man auch sieht in meinem Garten, also ich verwende zum Beispiel keine Spritzmittel. Ich bin auf herkömmliche Weise, setze ich mir zum Beispiel irgendeine Brennnessellauge an für irgendwelche Schädlingsbekämpfungen, vermeide da einfach Kunstdünger und solche Dinge, Spritzmitteln. Genauso auch achte ich bei der Mülltrennung darauf, dass das alles korrekt abläuft. Stadtrat Johannes Kogler, wie schaut jetzt Ihr Bezug zum Klimawandel aus? Na, mein Bezug ist ja genauso, wie meine Kollegin Zabine gesagt hat, es muss jeder selber den Nasen nehmen. Wir müssen schon schauen. Ich meine, werden wir sicher nicht die Welt retten können mit einzelnen Sachen, aber wir müssen selber den Nasen nehmen und mit kleinen Sachen anfangen. Wir bemühen uns einfach der Gemeinde her, einfach, dass man zusätzlich Radwege schafft, dass man wirklich mit dem Radl fahren kann. Mit der Raumordnung müssen wir ganz vorsichtig umgehen, weil jedes Feld, was verbaut ist, natürlich ganz schlecht für den Klimawandel. Und in der Landwirtschaft, eben ist jetzt richtig gesagt, das können wir natürlich die Auswirkungen am besten schauen. Wir haben jetzt wirklich zweimal hintereinander schon wirklich einen Hitzesommer. Wir haben letztes Mal in der Zeitung das Problem schon mit den Eingelingen, es werden die Schädlinge einfach immer nur mehr, einfach, weil einfach das Klima einfach so Temperatur schaut, dass sich die einfach alle wohlfühlen. Und das wird sicher in Zukunft ganz ein großes Problem werden. Viele werden sich jetzt denken, super, es ist so ein schöner Sommer, aber speziell die Landwirtschaft haben wir jetzt schon sehr zu kämpfen, da wir die Futtermittel zusammenbringen. Da haben wir unsere Felder noch bewirtschaften können, so wie wir es haben. Da haben wir unsere Viecher füttern können. Und da kommt sicher in Zukunft noch sehr großes Potenzial auf die Landwirtschaft und auch auf die ganze Bevölkerung zu. Noch ein kommunaler Dauerbrenner ist das geplante Hotelprojekt. Wie schaut es jetzt damit aus? Wie viel Ehrgeiz ist es mit diesem Projekt noch verbunden? Wie sehr drückt die ÖVP auf so ein Projekt? Na, der Ehrgeiz ist noch ganz gut, weil wir müssen alle miteinander wissen, wir brauchen sicher ein Hotel in Bad Ischl. Da haben wir auch wieder beim Klimaschutz, ich sage innerstädtlich, kann ich das sicher verdichten, den ganzen Wohnbau noch, nicht aber die grünen Felder zu bauen. Darum ist auch wichtig, dass wir das Grundstück, was wir von der Gemeinde zur Verfügung haben, für ein Hotelprojekt hernehmen. Stand der Dinge ist einfach so, es gibt einen Gerichtshandel mit der
mit der Firma, die was es geplant hat. Es hat jetzt einmal ausgehört, es geht zu einer außergerichtlichen Einigung. Schaut jetzt wieder nicht so aus. Es gibt wahrscheinlich jetzt am Anfang September noch einmal einen Gerichtstermin in Wels. Und dann werden wir sehen, ob der Baurechtsvertrag gültig jetzt gekündigt worden ist oder nicht. Aber es sind schon mehrere Projektanten, die was das Projekt, ein anderes Projekt weiterverführen möchten. Und ich hoffe schon, dass er jetzt oft auch zeitnah eine Entscheidung zutrifft. Ich komme jetzt noch einmal auf Ihre Tätigkeit als Stadtpartei Opfer zu sprechen. Ist, haben Obleute immer das Recht, bissig Dinge zu formulieren, entsprechend Dinge aufzugreifen, sie publik zu machen und damit für die entsprechenden Ecken und Kanten einer Partei zu sorgen? Meine Frage jetzt ganz unverblümt an Sie: Wie bissig können Sie sein und wie viele Ecken und Kanten kann man sich von der Sabine Kommerz erwarten? Also es hat natürlich sicher jeder Mensch Ecken und Kanten, auch die habe ich. Für mich ist trotzdem aber ein wertschätzender Umgang, ja, und eine sachliche Kritik wichtig. Das heißt, wenn ich Kritik anbringe, dann ist die sachlich. Und ich denke, der mich kennt, der weiß, dass ich auch Dinge wirklich offen anspreche und ja, die auch dementsprechend dann abhandle. Was wären es so Dinge, wo Sie sagen, das möchte ich aufgreifen, das brennt mir praktisch unter die Nägel oder das brennt uns als ÖVP unter den Nägeln? Also das, was uns jetzt momentan natürlich unter den Nägeln brennt, ist natürlich die Situation, die derzeit in der Stadtgemeinde vorherrscht, dass unser Bürgermeister nach Brüssel gegangen ist, beziehungsweise ein Amt dort übernommen hat, dass natürlich auch Arbeiten in der Stadtgemeinde Bad Ischl zu tätigen sind. Er hatte diesen Job auch als Bürgermeister, als Vollzeitjob getätigt. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass man das gemeinsam in Personalunion schaffen kann. Wie kann man es diesbezüglich von der ÖVP-Seite tätig werden? Also wir merken schon, dass teilweise jetzt Termine festgesetzt werden, dass diese Termine dann wieder kurzfristig verschoben werden. Ist für uns natürlich, die auch im Berufsleben stehen und einem Job nachgehen und vielleicht auch nicht so flexibel sein können, etwas schwierig, dann diese Terminverschiebungen wahrzunehmen, vor allem wenn man sich das vorher eingeplant hat. Also das sind Dinge, die wir sicher ansprechen werden. Stadtrat Johannes Kogler, abschließende Frage: Was sind Ihre Ziele jetzt für die verbleibenden 2 Jahre dieser laufenden Periode im Gemeinderat? Unsere Ziele sind ganz klar definiert. Wir haben alle schon gut bei der ganzen Gemeindepolitik mitgearbeitet. Das Problem, ich habe einmal gesagt, die Sachen haben natürlich oft die Spitzenpartei praktisch gut verkaufen können, habe ich für eine Dinge. Und das ist auch dieses Ziel, dass wir einfach aus den Schatten mehr austreten, dass wir unsere Projekte genauso verkaufen können. Und da, glaube ich, haben wir schon gute Möglichkeiten, dass wir das Ganze ein wenig besser in den Griff kriegen. Wir müssen einfach, wie Sabine richtig gesagt hat, einfach besser die Presse gehen. Wir müssen einfach unsere Thema besser kommunizieren und auch in die Öffentlichkeit bringen. Und dann, glaube ich, passt das schon ganz gut so. Hat die ÖVP bei der letzten Wahl 21% gehabt, also ein Tiefpunkt in der Geschichte der ÖVP, 8% verloren. Bei der Nationalratswahl hat es wieder besser ausgesehen. Die nächste Nationalratswahl steht unmittelbar bevor. Inwieweit kann man jetzt vom sogenannten Kurzeffekt profitieren? Gibt es da Möglichkeiten, wo man als Ischl-ÖVP sagt, ja, da tut sich auch für uns etwas auf, oder gibt es diese Möglichkeiten eher nicht? Also man hat schon bei der letzten Nationalratswahl gesehen, dass wir einen Zuwachs bekommen haben in der ÖVP Bad Ischl. Ich denke, dass das schon eine sehr positive Auswirkung hat, der Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ich denke aber trotzdem, dass wir in der ÖVP Bad Ischl mehr auf die Jugend setzen müssen, dass wir einfach mehr Mitglieder, mehr junge Mitglieder anwerben müssen, um einfach die ÖVP Bad Ischl wieder stärker zu machen. Und ich denke, da ist einfach für uns die Arbeit jetzt dahinter, dass wir sagen, wir müssen die ÖVP Bad Ischl einfach noch viel mehr attraktiver machen. Ja, ich danke Ihnen für das heutige Sommergespräch an diesem wunderbaren Platz. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sommer und natürlich für die Parteiarbeit, für die politische Arbeit für Bad Ischl alles Gute. Vielen herzlichen Dank auch für das Gespräch und ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Sommer noch.